Ja. Ah, oh, das ist sehr nicht stabil. Was für eine tolle Aussicht. Ehrlich, Sean. Leck mich. Nur als Warnung. Von jetzt an hast du keinen Zugang zum Aufzug. Du musst auf die altmodische Art nach oben. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ja, beim letzten Mal haben wir erfahren, dass wir es die Möglichkeit haben, ich glaube Strom war es, den wir hier organisieren sollten. Deswegen rennen wir hier gerade ein wenig mit Desmond Miles rum und nicht im Animus und schauen mal, ob wir das Ganze hier jetzt organisiert bekommen. Wir haben die Mission frisch gestartet. Und hoffen mal, dass uns das voranbringt, ne? Ja, dem Animus war, glaube ich, gerade auch ein relativ schöner Cut bis dahin. Kann ich da auf das... Ja. Auf das Röhrle. Ja, wir hier über die den Zaun da kommen. Okay. Ja, ich glaube, diese Mission hier außerhalb mit Desmond Miles, ich glaube, die wurde stellenweise dann noch richtig krass. Ich glaube, da ging es dann noch auch irgendwann auch aus dem Gebäude wieder raus und ja. Aber wir schauen einfach mal, wir lassen uns einfach mal überraschen. Es ist ewig her, dass ich das gespielt habe, es ist nahezu blind für mich. Aber ich meine, dass ich da was in den Kopf gebrannt hatte, wo ich mir damals dachte, oh wow, krass. Ich kann es aber auch natürlich verwechseln und es war ein anderes Assassin's Creed oder eine andere Zwischenmission. Ich meine, dass es dieses hier war. Ja. Ah, oh, das ist sehr nicht stabil. Was für eine tolle Aussicht. Ehrlich, Sean. Leck mich. Ja, Sean mal wieder. Man kennt ihn. Ja, eigentlich bleibt uns nichts weiter übrig, als hier rüber zu springen und zu hoffen, dass wir uns da gescheit festhalten können, ja. Und der Erfolg gibt uns recht. Wir können. Ja, und das war's. Diese Aussicht hier, die habe ich noch im Kopf, dass wir damit das mit rumklettern, kletterten. Und da habe ich mir damals echt gedacht, oha, wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ja, ist schon, ja, hat schon was. Schön inszeniert. Kann man nicht anders sagen. Ja, dann springen wir halt mal. Den Kabeln lang? Ja. Scheint so. Oh Gott. Sie ist positiv. Jetzt gibt es keine Security mehr. Oder nicht ganz so positiv. Ein falscher Schritt und du bist effektiv rein. Klappe, Sean. Ja. Das ist, kann man natürlich beides als Sichtweise haben. Aber mit dem keine Security hier, weiß ich nicht, ob ich mir da so sicher sein sollte. Weil die Templer sind doch immer für eine miese Überraschung gut. Also, ja. Ich will mich hier nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. Ich weiß nicht, ob hier noch was war. Das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. An das Außenrum klettern kann ich mich erinnern, aber nicht, ob da jetzt irgendwann ein Gegner plötzlich auftauchte oder so. Haben wir überhaupt eine Waffe? Ich glaube nämlich nicht. Ich drücke zumindest so die normalen Angriffsknöpfe und nichts passiert. Also, das wäre ein bisschen ungünstig, wenn hier jetzt jemand kommen würde. Aber ich glaube, wenn dem so wäre, weil es sieht ja schon so aus, als hätte er hier bei seiner Hand. Okay, jetzt sieht es nicht mehr so aus. Aber vorher sah es ein bisschen so aus, als hätte er so eine Art versteckte Klinge dabei gehabt. Aber ja. Ich denke mal, wenn dem so wäre, hätten wir uns auch die Möglichkeit gegeben, dass wir uns verteidigen können. Die wir ja scheinbar nicht haben.
Okay, den Sprung hätte ich mich nicht getraut. Aber ich muss es ja auch nicht machen. Gleich hast du's, Desmond. Da oben auf dem beleuchteten Kran solltest du hoch genug sein für den Sprung. Solltest? Das klappt schon, keine Angst. Naja, ein bisschen Angst wäre schon angebracht. Sicher war sie high, als sie das berechnet hat. Sean! Ein Witz! Das war ein Witz! Ah ja. Der Sean genießt es richtig. Merkt man schon. Aber so ist er halt. Aber selber hätte er sicherlich nicht viel besser berechnet bekommen, hä? Große Klappe haben kann man immer. Muss halt auch was dahinter sein. Gut, dann schauen wir mal. Spring, wenn du bereit bist, aber öffne den Schirm erst auf mein Signal. Das Timing ist hier sehr wichtig. Triffst du es nicht, verfehlst du das Gebäude. Um Gottes Willen. Könnt's lenken. Ich war vorher schon so, welche Taste muss ich drücken und dann habe ich nur den Anfang gelesen. Beliebige, okay, beliebige Taste um bla bla bla. Müsste man jetzt das Video pausieren. Was ist das? Das war nicht übel. So, du bist also Desmond. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich schätze, dein Verein hat heutzutage wenig Optionen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Jetzt gib mir das! Wohl kaum. Pass auf. Ich soll dich zwar nicht umbringen, aber der Boss hat nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also ich zähle jetzt bis... Okay, hat er automatisch gemacht. Auch nett. Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Glaub es oder nicht, er war mal ein Assassine. Der Assassine, so wird es erzählt. Allerdings war er ein Doppelagent, programmiert von Abstergo, um den Orden zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Die müssen gemerkt haben, dass ich ihr Netzwerk hacke und haben Cross geschickt, um nachzusehen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Aber ich muss sagen, das ist kein gutes Zeichen für künftige Ausflüge. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die Energiequelle. Oder wir gehen zurück zu Connor, wenn du willst. Alle Artefakte der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel. Ich würde sagen, ich schaue, ob ich die Energiequelle irgendwo anbringen kann. Ja, haha. Es wäre doch gelacht, wenn wir da nichts finden würden. Da muss doch was gehen. Vielleicht sogar schon hier? Ja? Nein? Schade. Das sah so aus, als hätte ich das da einfach drauf platzieren können. Irgendwo muss doch was gehen. Klettern wir hier schon wieder rum. Finde ich jetzt nicht allzu dumm. Da steht sie. Die steht doch da nicht ohne Grund. Was ist das Ding hier rein? Was wohl da drin? Gib
nur einen Weg, das herauszufinden. Neue Wege. Kann ich hier... Schade, ich kann hier nicht einfach runter. Aber vielleicht hier. App. So. Reden wir doch mal mit den Leuten. Das können wir in dem Part doch noch machen. Ich weiß, ihr haltet mich für bescheuert. Aber ich habe den Eindruck, dass uns jemand beobachtet. Wir werden beobachtet. Von Juno. Oder einer Form von ihr. Glaubst du, es sind Aufnahmen? Oder ist es ein Geist? Oder irgendetwas anderes? Spricht sie mit uns, wie Minerva mit Ezio sprach? Keine Ahnung. Wer weiß, woran die hier unten nachgearbeitet haben. Es gibt so viele Räume, die wir noch nicht betreten können. Aber glaubst du, sie ist wirklich da unten und wartet, irgendwo, lebendig? Noch am Leben? Das ist lächerlich. Das hieß ja, sie wäre mindestens 75, 80.000 Jahre alt. Die waren mächtig, klar, aber nicht so mächtig. Sie suchten hier nach Wegen, um zu überleben. Vielleicht hatten sie Erfolg. War es komisch, Cross zu sehen? Was meinst du? Für dich ist es anders. Du weißt wahrscheinlich nicht, was geschehen ist. Er war sehr lange Zeit sehr wichtig für uns. Er war eine andere Person. Sean sagte, er war ein Doppelagent, wie Lucy. Es war anders. Sie hatte die Wahl. Aber Cross, wenn du die Akte liest, Abstergo hat... Sie haben ihm schreckliche Dinge angetan. Rebecca? Du hast Glück. Wie wir alle. Es gibt Menschen, die sich um uns kümmern, die auf uns achten. Er war ganz allein. Und die, denen er vertraute, haben ihn benutzt. Hast du ihn gekannt? Nein, ich kannte nur Hannah. Wer ist das? Sie wollte ihm helfen. Sie traute ihm. Doch letztes Jahr gab es einen Überfall. Sie blieb zurück, während die anderen flohen. Sie wollte mit ihm reden, versuchen, alles in Ordnung zu bringen. Was ist passiert? Was glaubst du, was passiert ist? Sie ist tot, er hat sie getötet. Das ist alles, was er kann. Manchmal scheint es, als sei es das Einzige, was wir alle können. Rebecca. Ich wäre im Moment lieber allein. Ist okay. Ach, Paul, komm, machen wir mal wieder ein bisschen Zeitverschwendung. Sohn? Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte nicht so um mich schlagen dürfen. Du musst verstehen, dass ich sowas nie gut konnte. Und vergiss nicht, wir führen ein außergewöhnliches Leben. Ich mochte mein gewöhnliches Leben. Du kannst nicht vor dir selbst fliehen, Desmond. Hab ich gemerkt. Hör zu, es ist dumm, uns immer so im Kreis zu drehen. Ich gebe zu, ich habe bei deiner Erziehung versagt. Entschuldigung, tut mir leid. Aber es ist wichtig, dass du verstehst, dass es nicht böse gemeint war. Du bist mein Sohn. Ich liebe dich. Ich war zu sehr damit beschäftigt, aufzupassen, dass nichts Schlimmes passiert. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Frieden? Bitte sag nicht ja. Ich kann nicht glauben, dass ich erst jetzt danach frage, aber wie geht's Mom? Ist sie... Nein, deiner Mutter geht es gut. Wir dachten, es wäre sicherer, uns für diesen Job zu trennen. Du gehst immer vom Schlimmsten aus. Aus gutem Grund. Kann ich ihr wenigstens Hallo sagen? Tut mir leid, zu riskant. Vielleicht, wenn wir fertig sind. Gut. Wenn wir fertig sind. Ah, jetzt. Haben wir je versucht, Frieden mit den Templern zu schließen? In unserer Geschichte gab es solche Momente. Einige sogar.
Aber es ist unmöglich. Es gibt existenzielle Unterschiede, unüberwindbare. Gäbe es eine Einigung, wäre es weniger ein Frieden als eine Unterwerfung. Aber im Wissen, was passieren wird, würde es nicht Sinn machen, mit Widdig zu reden? Eine Übereinkunft, auch wenn sie nur vorübergehend wäre? Wir wären so beschäftigt, uns zu belauern, dass wir nichts erreichen würden. Stell dir das vor. Im Krieg sind wir produktiver. Haben wir je versucht, jemand einzuschleusen? Dasselbe, was sie bei uns mit Lucy machten? Oder mit Cross? Haben wir. Und das klappte nie. Wir schickten Leute, die entweder zu schwach waren und umgedreht wurden, oder zu stark und das Spiel nicht durchhielten. Es kommt mir vor, als würden wir dasselbe wollen. Wir benutzen dieselben Worte, aber mehr ist es auch nicht. Am Ende geht es immer um die Freiheit. Wir suchen sie, die hassen sie. Und so kann der Kampf niemals enden. Nicht bis eine Seite komplett verschwunden ist. Ist das überhaupt möglich? Wahrscheinlich nicht. Unsere Gruppen bestehen in der einen oder anderen Form seit... Naja, seit immer. Aber es kann besser werden als jetzt. Und das ist schon mal was. Da hat er recht. Hast du mich gesucht, Dad? Als ich fortlief? Jeden Tag. Ach komm. Nein, im Ernst. Jede Nacht suchte ich nach deinem Namen oder Variationen davon. Hoffte, du tauchst auf. Abstergo fand dich nur zuerst, weil sie bessere Verbindungen haben. Ein paar Tage mehr und ich wäre es gewesen. Tja, jetzt bin ich hier. Das freut mich. Glaubst du, Lucy hat bereut, was sie getan hat? Ich dachte immer, ich kenne sie gut, aber das war wohl nicht der Fall. Ich kann dir einfach nicht ehrlich antworten. Aber sie schien so aufrichtig. Als ob sie wirklich einen Unterschied machen wollte. Ja, als ich ihn das erste Mal traf, dachte ich dasselbe von Cross. Es passiert einfach immer und immer wieder. Was passiert? Na, alles. Dreh mir jetzt bloß nicht durch, Desmond. Nein, schon gut. Schon gut. Keine Sorge. Okay, also du solltest vielleicht zurück in den Animus. Wir müssen den Schlüssel finden. Was war denn mit Lucy nochmal? Wir sollten wohl zu Connor zurück. Also ich meine, sie hat uns da rausgebracht. Im zweiten Teil, Assassin's Creed 2, da hat sie uns rausgebracht, aus Abstergo, hat uns geholfen, zu fliehen. Aber, und ich weiß auch noch, was am Ende von Assassin's Creed Revelations geschah, deswegen, aus diesem Grund haben wir sie hier nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, hat sich dann irgendwie herausgestellt, dass sie eine Doppelagentin war oder so? Echt? Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Klärt mich da bitte in den Kommentaren auf, wenn ihr Näheres wisst. Aber okay, krass. Oh, Desmond, da bist du ja. Tust du mir einen Gefallen? Vielleicht. Wenn das vorbei ist, würde ich gern das Rad im Animus zurückdrehen. Also ganz zurückdrehen. Bis zur Zeit der ersten Zivilisation. Du glaubst, das geht? Es gab auch keine echten Probleme, als du Altair besucht hast. Allerdings waren das nur circa 1000 Jahre. Und ich habe vor, mindestens 70.000 zurückzugehen. Klar, ich wäre dabei. Wäre interessant zu sehen, wie es damals so aussah. Exzellent. Ich glaube, das wäre sehr aufschlussreich. Und so fing also alles an. Was machst du denn da? Ich frische meine Geschichtskenntnisse auf. Naja, so nennen sie es. Die bringen einem komische Sachen bei in den Staaten. Zum Beispiel? Na, all das Gerede über einen Revolutionskrieg. Dabei war es ein Bürgerkrieg. Naja, nicht so ein Bürgerkrieg. Ich meine, das war nicht Amerika gegen England. Es war Brite gegen Brite. Und man kann deutlich erkennen, wie das alles anfing. Ein Krieg verursachte den nächsten. Du meinst den Siebenjährigen Krieg? Genau. Die Krone hatte sich verausgabt, um die Franzosen abzuwehren. Hatte sich enorm verschuldet dabei. Im Glauben, dass die Kolonisten helfen sollten, die Last zu tragen, wurden neue Steuern erhoben. Das war eine vernünftige Forderung. Auch wenn das Parlament dabei nicht sehr diplomatisch vorging. Es ist doch nicht fair, Menschen für einen Krieg zu besteuern, den sie nicht wollten. Was? Den sie nicht wollten? Hast du George Washington nicht bei Edward Braddock bemerkt? Er steckte da noch mittendrin. Also hier gibt die Krone wer weiß wie viel Geld aus, um das Land für die Kolonisten zu schützen. Und wenn sie dann selbst um Hilfe bittet? Also, du musst das so sehen. King George und die Kolonisten gehen zusammen essen, klar? Und als die Rechnung kommt, bittet George sie, sich zu beteiligen. Ist ja fair.
Aber bedenke, dass sie ihr Essen jahrzehntelang gratis bekamen. Die Kolonisten sagen nein. Sie bestehen darauf, dass sie nur Wasser und einen kleinen Salat hatten. Dabei ist der Tisch voll mit halb gegessenem und leeren Weinflaschen. Und als der König darauf hinweist, was tun sie da, die Kolonisten? Oh, sie kippen den Tisch um und stürmen aus dem Restaurant. Wahrscheinlich, um später wiederzukommen und es niederzubrennen. Und wo ist der Teil, in dem der König die Kolonisten mit der Waffe bedroht und verlangt, dass sie für alle im Restaurant bezahlen? Klar, klar, ja, interessanter Blickwinkel. Falls er eine Waffe zog, und da bin ich nicht sicher, dann erst nach dem 100. Versuch, sie dazu zu bringen, einen fairen Anteil zu bezahlen. Aber wie definiert man einen fairen Anteil? Mit Krieg, offensichtlich. Ich frag mich, wie viele Orte wie diesen es noch gibt. Es gibt Dutzende davon. Der ganzen Welt. Und irgendwie hat vor uns nie jemand einen gefunden? Ich glaube, das stimmt nicht. Ach? Damals bei Abstergo sprach Widdig davon, Entdeckungen von Nicht-Templern zu vertuschen. Und sicher hat Abstergo selbst einige gefunden. Was die alles wissen müssen. Bereust du, dass du bei uns bist? Nein, ich freue mich darauf, den Bastarden in den Arsch zu treten, damit ich in ihr Archiv abtauchen kann. Oh, ich glaube, ich habe eine Spur zu einer anderen Energiequelle gefunden. Später, Desmond. Ich stecke hier mitten in was Wichtigem drin. Ja, das ist eine Regel. Befolge diese Regel einfach immer. Okay. Okay. Wie war das nicht gleich mit der Regel? In der Regel hat ein Wikinger rote Bärte. Okay, lassen wir das. Ja, gut. Aber die Zeit sagt 21 Minuten, dann würde ich sagen, soll es das für diesen Part erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 3. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.